Herzlich willkommen auch die Aufzeichnungszuschauer. Ja, die Menschheit braucht eine ganz andere Wirtschaftsordnung und eine ganz andere Gesprächskultur. Das ist der Rat der Weisen des Weltrates. Acht Milliarden Menschen fragen sich nicht gegenseitig, sagen Sie mir, wo ich mich irre? Dann sage ich Ihnen, wo Sie sich irren, mit Redezeitkonto und mit Fairnessregeln, also mit Redezeitkonto, Redezeituhren und so weiter. Und so einfach ist das. Machen Sie sich klar. Wann haben Sie das letzte Mal Menschen in Ihrem Umkreis gefragt, bitte sagt mir, wo ich mich irre? Ich vermute, das haben Sie schon lange nicht gefragt. Sehr lange nicht gefragt. Und genau deswegen kommt die Menschheit aus der Hölle auf Erden nicht heraus. Sie kann nicht herauskommen, weil in der Menschheitsepoche, der 400.000-jährigen Menschheitsepoche des Irrtums, die Irrtümer so nie aufgelöst werden können. Acht Milliarden Menschen auf der Erde haben jeweils ein anderes Muster an Irrtümern im Kopf. Und da niemand den anderen fragt, sagen Sie mir, wo ich mich irre, wo ihr ich, wo du, haben wir keine Chance. Das versuchen Sie doch einfach mal im Bekanntenkreis. Nehmen Sie Redezeituhren, Schachuhren, was auch immer. Machen Sie 5 Minuten Redezeitkonto und fragen Sie den anderen. Oder stellen Sie, sagen Sie erst kurz, was Ihre Weltsicht ist und dann fragen Sie den anderen, wo sie sich da wohl irren. Ne? Und nur so kämen wir ins Gespräch und das findet nicht statt. Und daran geht die Welt zugrunde. Und dann haben wir ein Wirtschaftssystem und das bleibt ja dann, wenn 8 Milliarden Menschen sich nie einig werden, dann bleibt ja das jetzige Wirtschaftssystem mangels ausdiskutierter Alternativen selbstverständlich einfach bestehen und läuft einfach so weiter. Und das jetzige Wirtschaftssystem bedeutet, die größten Profite machst du nur, wenn du den Mitmenschen schadest. Die größten Profite machst du nur, wenn du Nahrungsmittel im Chemielabor billigstmöglichst herstellst, ohne Rücksicht darauf, was diese Chemiemixe, diese Labormixe mit der Gesundheit der Menschen alles so anstellen. Ne? Und wenn du dann noch billigen Zucker beimengst, billigsten Zucker, dann werden zwar die Leute schnellstmöglich krank, aber du machst die größten Profite, weil sie auch gleichzeitig am schnellsten zuckersüchtig werden und sozusagen und einfach das Zeug kaufen, weil es einfach unheimlich lecker ist, was ihr da im Chemielabor hergestellt habt. Also, wir brauchen die Wirtschaftsordnung, in der Nächstenliebe Handlungen nicht moralisch erbeten und gefordert werden, sondern erzwungen werden über Belohnungen. Ja, wer Nächstenliebe Handlungen macht, der Supermarktleiter, der Krankheiten durch die naturbelassene Qualität der Nahrung, die er den Kunden zur Verfügung stellt, die Krankheitsrate bei den Stammkunden reduziert, wer also solche Akte der Nächstenliebe praktiziert, darf nicht mehr wie bisher finanziell bestraft werden für seine Nächstenliebehandlungen, sondern er muss belohnt werden für seine Nächstenliebehandlungen. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Und das ist dann wieder die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohl-Wirtschaftsordnung-Kombination. Ich kann ja mal gucken, ob ich gerade noch schnell so ein Bildchen finde. Ja, da war doch schon was.
Also GWO ist die Gemeinwohlwirtschaftsordnung und die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Diskussion und Kombination ist die Weltrettung. Und diese Diskussion muss eben nach dem Motto ablaufen, sagen Sie mir, wo ich mich irre, wo wir uns irren. Ja, alles andere hat keine Chance und hiermit beende ich die Aufzeichnung.